Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Wir sind in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien. Wir sind in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien. Bu büyük meydanın adı Grote Markt. Dieser große Platz heißt Grote Markt. Dieser große Platz heißt Grote Markt. Avrupa Birliği'nin önemli kurumları Brüksel'de bulunmaktadır. Die wichtigsten Institutionen der Europäischen Union haben ihren Sitz in Brüssel. Die wichtigsten Institutionen der Europäischen Union haben ihren Sitz in Brüssel. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin başkenti olarak gösterilir. Aus diesem Grund wird sie als die Hauptstadt der Europäischen Union bezeichnet. Aus diesem Grund wird sie als die Hauptstadt der Europäischen Union bezeichnet. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'dur. Die gemeinsame Währung der Europäischen Union ist der Euro. Die gemeinsame Währung der Europäischen Union ist der Euro. Büyük meydana geri dönelim. Lass uns auf den großen Platz zurückkommen. Lass uns auf den großen Platz zurückkommen. Ellili yıllarda toplu taşıma geliştirilmek istendi. In den 50er Jahren wollte man den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. In den 50er Jahren wollte man den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Şehirdeki yollar genişletildi. Die Straßen der Stadt wurden ausgebaut. Die Straßen der Stadt wurden ausgebaut. Bu nedenle pek çok eski bina yıkıldı. Aus diesem Grund wurden sehr viele alte Gebäude abgerissen. Aus diesem Grund wurden sehr viele alte Gebäude abgerissen. Grote Markt'taki binalar korunmuştur. Die Gebäude am Grote Markt blieben jedoch erhalten. Die Gebäude am Grote Markt blieben jedoch erhalten. Binalardan büyük olanı belediye binası. Das größte der Gebäude ist das Rathaus. Das größte der Gebäude ist das Rathaus. Bu pasaj Avrupa'nın ilk pasajlarından biri. Diese Ladenpassage ist eine der ersten in Europa. Diese Ladenpassage ist eine der ersten in Europa. Pasaj 1847 yılında açılmıştır.
Die Passage wurde 1847 eröffnet. Die Passage wurde 1847 eröffnet. İçinde dükkanlar ve hoş kafeler bulunuyor. Hier befinden sich viele Läden und schöne Cafés. Hier befinden sich viele Läden und schöne Cafés. Passage Große Marktmeydanının çok yakınında bulunuyor. Die Passage befindet sich in nächster Nähe zum Große Markt. Die Passage befindet sich in nächster Nähe zum Große Markt. Küçük heykellerin satıldığı şu dükkan çok ilgimi çekti. Das Geschäft, in dem kleine Figuren verkauft werden, hat mein Interesse erweckt. Das Geschäft, in dem kleine Figuren verkauft werden, hat mein Interesse erweckt. Kayınvalidem çok güzel dantel işler. Meine Schwiegermutter kann sehr schöne Spitzen häkeln. Meine Schwiegermutter kann sehr schöne Spitzen häkeln. Bu dükkan onun çok hoşuna gidebilir. Dieser Laden würde ihr sehr gefallen. Dieser Laden würde ihr sehr gefallen. Çikolatalar oldukça iştah açıcı görünüyor. Die Schokoladen sehen sehr appetitlich aus. Die Schokoladen sehen sehr appetitlich aus. Rüksel'den ayrılmadan şehrin ilginç bir yapısını görelim. Lass uns ein besonderes Bauwerk der Stadt besuchen, bevor wir Brüssel verlassen. Lass uns ein besonderes Bauwerk der Stadt besuchen, bevor wir Brüssel verlassen. Bu yapının adı Atomium. Dieses Bauwerk ist das sogenannte Atomium. Dieses Bauwerk ist das sogenannte Atomium. 1958 yılında Expo 58 fuarı için yapılmış. Es wurde 1958 für die Weltausstellung Expo 58 erbaut. Es wurde 1958 für die Weltausstellung Expo 58 erbaut. Atomium, 102 Metre yüksekliğinde ve 9 kürenin borularla birleşmesinden oluşuyor. Das Atomium ist 102 Meter hoch und besteht aus 9 Kugeln, welche mit Rohren verbunden sind. Das Atomium ist 102 Meter hoch
und besteht aus 9 Kugeln, welche mit Rohren verbunden sind. Atomium aslında fuardan 6 ay sonra kaldırılacaktı. Das Atomium sollte eigentlich 6 Monate nach der Weltausstellung wieder abgebaut werden. Das Atomium sollte eigentlich 6 Monate nach der Weltausstellung wieder abgebaut werden. Ancak işler farklı gelişti ve Atomium Brüksel'in sembolü oldu. Es kam jedoch anders, sodass das Atomium zum Wahrzeichen von Brüssel wurde. Es kam jedoch anders, sodass das Atomium zum Wahrzeichen von Brüssel wurde. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.